Hansi Huber, bin Athletiktrainer beim VC Olympia Berlin, gleichzeitig Co-Trainer in der ersten Jungsmannschaft. Das ist die U20, U21 Nationalmannschaft, seit mittlerweile fast 5 Jahren am Stützpunkt. Ich komme aus Österreich, wie man unschwer hören kann vermutlich. War in Österreich Trainer, männlich, weiblich, Bundesliga bis Nachwuchs, alles dabei gehabt, Beachvolleyball, Hallenvolleyball, von Profi bis Hobbyspieler. Was sind so die Aufgaben eines Athletiktrainers? Vielfältige. In erster Linie geht es darum, das Krafttraining zu planen und zu beaufsichtigen und durchzuführen. Periodisierung, Jahresplan zu machen mit all den Kleinigkeiten und Schwierigkeiten, die da auftreten. Sportler, die vom Beachvolleyball kommen, in die Halle gehen. Sportler, die Höhepunkte haben wie ein Nationalteam-Lehrgang oder eine EM oder WM. Und andere Sportler, die vielleicht dafür nicht gut genug sind und irgendwo nur im Vereinsleben unterwegs sind, also eine Bundesliga-Saison spielen, das Ganze koordinieren, hinkriegen, Verletzungen zu beobachten und auszukurieren, Reha-Training zu machen, Präventionstraining zu machen, gleichzeitig natürlich auch darauf zu achten, dass die ja technische Ausbildung haben im Krafttraining. Nicht zwangsläufig die maximale Entwicklung, sondern eher ein breit gefächertes, der muss alles können, wenn er hier weggeht und möglichst irgendwie gesund sein, damit wir sagen können, okay, der ist jetzt bereit, um irgendwo ins Nationalteam oder zu einem Bundesliga-Verein zu gehen.